Ja, hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich mal wieder eine MDR-Folge für euch. Die liebe Franziska. Franziska hat ganz feine Haare, hatte schon immer blonde Strähnen, hat eigentlich ja keine Lust, von ihrer Länge etwas herzugeben. Und ihr kennt mich ja. Ich denke, das ein oder andere Zentimeterchen ist schon gefallen. Da die Franziska auch so ein bisschen das hohe Stirnproblem hat, denke ich, ist es für den einen oder anderen interessant, mal zu schauen, was geht da, was ist optimal, was kann man machen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr habt den Kanal schon abonniert und ja, Tipps und Tricks natürlich auch bei Kaimana im Blog und bei mir auf Instagram von Sven Henschel. Ich freue mich auf eine neue Folge. Viel Spaß euch beim Zuschauen. Ich lasse mir seit 6 Jahren die Haare wachsen. Allerdings sehen sie sehr spröde aus mit der Zeit und haben einfach kein Volumen. Die Frisuren, die halten nicht. Ja, und deswegen habe ich mich beworben und hoffe, dass der Herr Henschel was Tolles draus zaubert und mir ein bisschen Pep in die Haare bringt. Ja, klassischer Fehler. Das haben wir hier, sieht man es sehr schön in der Beratung wirklich. Gerade von der Gesichtsform her, wir haben die hohe Stirn, wir haben ein relativ ausgeprägtes unteres Gesichtsfeld und wir haben wirklich ganz gerade glatte Haare. Hier sieht man mal sehr schön, was Franziska schon an Frisuren hatte. Hier sieht man zum Beispiel, dass die Franziska schon mal wirklich einen extrem Kurzhaarschnitt hatte. Vom Deckhaar her war das ganz cool, aber der war am Nacken extrem kurz geschnitten und damit hat sie sich total unwohl gefühlt, fast ein bisschen maskulin. Und das sollte es auf keinen Fall sein. Vielleicht ist auch daher die Idee gekommen, das Haar sich einfach mal 6 Jahre lang wachsen zu lassen. Ja, auch da sieht man wieder, ne, 6 Jahre lang die Haare wachsen lassen. Natürlich, klar, mal zwischendurch schneiden lassen, aber bei so geradem Haar, bei wirklich so trockenem Haar und ohne jegliches Eigenvolumen ist natürlich da der Wunsch dann, eine Frisur zu haben, Volumen zu haben, Pflegeleichtigkeit zu haben, überhaupt nicht kompatibel. Und deswegen ist es immer wirklich wichtig, in der Beratung oder zum Beispiel auch in meiner Online-Beratung, die ich über Style Coaches anbiete, einfach mal zu schauen, was geht denn überhaupt? Ist denn so, dass die Erwartung, die ich an mein Äußeres habe, in Sachen Haaren oder Gesichtsform oder in meine Wirkung zum Außen, ob die überhaupt kompatibel sind mit dem Haar, was ich habe? Weil, wisst ihr, wenn ihr immer irgendwas hinterherlauft, wo ihr sagt, ja, ich sehe nie so aus, ich habe schon 10-mal den Friseur gewechselt, keiner versteht mich, dann muss man natürlich sich mal irgendwann die Frage stellen, okay, ist es überhaupt möglich? Und wenn ich sowas im Kopf habe, dann werde ich nie glücklich sein. Ja? Von daher ist es wirklich wichtig, einmal realistisch abzuklären, okay, was von der Typologie her geht denn bei mir? Was geben meine Haare her? Wie passt das zu dem, wie ich optisch erscheinen will, wie ich sein will? Ja, und genau das machen wir ja in der Beratung. Und hier im quasi Gesichtsform-Scan habe ich nochmal genau mit Franziska überhaupt das mal geschaut. Was geht denn überhaupt? Was macht denn eine bestimmte Haarlänge bei mir? Und hier habe ich ihr nochmal das so angehalten mit dem Haar hinten komplett weg, dem Deckhaar etwas länger. Und man hat gesehen, war nicht ganz optimal, weil dadurch wirkt Franziska sehr streng. Sie ist eh so ein bisschen ein Typ, der sowieso schon einfach ein bisschen ernster wirkt, obwohl sie es gar nicht ist. Ja, sie hat eine ganz schöne Ausstrahlung, aber die lässt sich bei ihr relativ schwer transportieren mit Brille, Gesichtsform und dem anliegenden Haar. Ja, und das Thema Blond, das haben wir auch analysiert im Beratungsgespräch und ich fand es sehr schön. Ich finde es auch wichtig, gerade bei so einem glatten Haar, dem Haar überhaupt irgendwo eine homogenere Form anzubieten, von der Farbe her. Sprich, jetzt ist es ja so, dass der Ansatz relativ dunkel rauskommt, die Längen sehr hell sind. Dadurch kann das Licht super gut bis zur Kopfhaut durchdringen und deswegen wirkt so ein feines Haar einfach noch viel, viel feiner. Ja, und hier sieht man auch noch mal sehr schön, was Haarlänge ausmacht. Ja, jetzt sieht man es, jetzt habe ich die Haare vorne ein bisschen länger gelassen. Ist eine ganz andere Form, ist eine ganz andere Weichheit. Ja, und natürlich, wer schöne Haare haben will, benutzt Kaimana. Wir haben hier unser Kaimana Volumen Shampoo genommen, um das Haar erstmal ein Stück weit aufzubauen, um schon ein gewisses Grundvolumen vom Ansatz her zu erzielen. Und ja, 6 Jahre hat Franziska wachsen lassen und man sieht,
das ein oder andere Zentimeter ist gefallen. Optimal bei feinem Haar die kompakte Form, optimal quasi die Bob-Form. Hier wirklich als Blunt-Bob geschnitten, also ganz kompakt. Ich habe die kürzeren Haare, die die Franziska ums Gesicht rum hatte, eingeblendet, habe die hier nochmal aufgenommen und natürlich musste auch da einiges weg, was aber natürlich optimalerweise in Richtung Bangs super schön fällt. Und ja, für alle die, die sich an unsere Vivian erinnern, Vivian war jetzt erstmal ein halbes Jahr so ein bisschen auf Weltreise, ist jetzt wieder da und unterstützt uns auch wieder bei den Videos, was mich total freut. Und ja, Vivian auch hier als Strähnenspezialist färbt mir wunderschöne Babylights. Babylights sind wieder Trend. Also wir hatten ja jetzt sehr oft diese ganzen Flächenfarben, Balayage, Foliage und so weiter. Das Thema Babylights ist gerade wieder sehr im Kommen. Was sind eigentlich Babylights? Im Gegensatz zu den flächigen Farben Balayage, Foliage, dunkler Ansatz, helle Spitze, werden Babylights ganz, ganz akkurat an den Ansatz gesetzt und Babylights heißt ganz, ganz fein. Also die Strähnen werden sehr fein gesetzt. Optimal gerade für so ein strapaziertes Haar. Warum? Weil ich natürlich relativ gut eine schöne Fläche erzielen kann. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Kontraste und durch die wenig eingefärbten Haare, also durch die dünnen Strähnen, strapaziere ich das Haar so wenig wie möglich mit optimalem Volumenboost. Warum Volumenboost? Weil ich natürlich mit dieser Blondierung, gerade am Ansatz, das Haar noch ein bisschen aufraue, die Schuppenschicht ein bisschen abstehen lasse, die sich ineinander verhakt und wir somit ein optimales, tolles Volumen bekommen in der Unterstützung für das Styling. So, um das Volumen am Ende aus diesen geraden Haaren herauszuholen, setze ich unser Styling- und Volumenspray ein, vom Ansatz zur Spitze, 4 bis 5 Pumpstöße und nehme auch unsere Kaimana-Bürste, um das Haar wirklich schön vom Ansatz anzuheben. Und hier seht ihr mal unsere schöne Stadt Leipzig und hier seht ihr mal die Bewegung, die die Franziska jetzt im Haar hat. Das Ganze ist mit unserer Kaimana Paddle Brush angeföhnt und mit der Rundbürste einfach noch ein bisschen in Form gebracht. Und hier sieht man es. Ich denke, von der Frisur her grundsätzlich ist es wirklich eine ganz tragbare Frisur. Und ja, die Franziska muss noch ein bisschen probieren. Sie hat ganz viele Styling-Möglichkeiten. Ich habe es jetzt hier wirklich nur so ganz leicht gestylt. Und hier sieht man aber auch sehr, sehr schön, wie das Haar frisch geföhnt vom Ansatz absteht. Warum ist das so wichtig? Weil genau darauf solltet ihr achten, wenn ihr eure Haare auf Volumen föhnen wollt. Es wird ganz oft ganz schnell mit der Rundbürste angefangen. Manchmal wird sogar das Haar erstmal komplett antrocknen lassen. Hey, wenn der Ansatz schon platt ist, dann steht ihr auch mit den Bürsten kaum noch wieder auf. Wichtig, wenn ihr diese Probleme habt, dann föhnt mit der Paddle Brush einfach erstmal die Ansätze nach oben. Dann könnt ihr meinetwegen die Haare so ein bisschen noch weiter antrocknen lassen und nehmt dann euer Hot Tool zum Stylen beziehungsweise eure Rundbürste, mit der ihr einfach die Bewegung ins Haar föhnt. Klingt kompliziert. Ich denke, der gesamte Aufwand 7 bis 10 Minuten max. Man kann das Ganze hier natürlich auch mit einem Babyliss Lockeneisen stylen oder mit einem GHD Glätteisen, um ein paar mehr Locken zu haben. Also das ist ja das, was ich an dieser Form von Haarschnitt, gerade an diesem Plump Bob, super gerne mag. Er ist so flexibel vom Styling her und irgendwie sieht es immer cool aus. Und auch wenn das Ganze ein bisschen von Volumen zurückgeht, sieht es immer noch schön aus. Auch das ist ein Fehler, der recht oft passiert. Man föhnt, steht dann da und sagt, oh, jetzt sehe ich aber erstmal gerade so ein bisschen frisiert aus, drückt das Ganze sofort runter, das Haar ist noch nicht ausgekühlt, Fehler. Das Haar wirklich richtig auf Volumen föhnen, 10 Minuten auskühlen lassen, einfach mal ein bisschen schütteln und am Ende ist es so, oft ist ja so viel Luftfeuchte überhaupt in der Luft, dass das Ganze sowieso ein Stück weit zurückkommt. Ich habe es hier noch mit Trocken-Shampoo von Aveda jetzt unterstützt, um die Ansätze gleich noch ein bisschen griffiger zu machen. Ein sanftes Haarspray, Air Control, auch hier von Aveda oben drüber. Und that's it. Ja, also damit ist das ein richtig schöner Style. Und ja, sieht natürlich aus. Ich glaube, so hat sich auch die Franziska nicht verfrisiert gefühlt, sondern immer noch natürlich. Ja, ich freue mich jetzt auf eure Feedbacks. Für alle, die uns unterstützen wollen, bitte, bitte, bitte abonniert den Kanal für die Nicht-Abonnenten. Wir würden uns riesig freuen, weil ja, das ist unsere Motivation, aber auch ja, unsere Unterstützung,
um euch weiter so coole Videos zu bringen. Ich würde mich riesig drüber freuen, über jeden Abonnenten. Ansonsten cool war es, dass ihr dabei wart. Ja, schaut gerne wieder rein und bis zum nächsten Video.